und über die Schutzschirme, die da sozusagen auf verschiedenen Ebenen besponnen werden. Und das andere betrifft natürlich nochmal Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihrem Lohn konkret. Vielleicht kannst du da sagen, was ihr gerade auf Europaebene an der Stelle so fordert oder welche Konzeptionen ihr hier seht. Sehr gern. Also in unserer Fraktion sind zum Beispiel auch zwei spanische, also insgesamt drei spanische Parteien vertreten, aber zwei, die sich aktiv an der spanischen Regierung derzeit beteiligen, nämlich Podemos und Izquierda Unida, die mit einer gemeinsamen Liste angetreten sind im spanischen Wahlkampf und jetzt gemeinsam dort mit der Sozialdemokratischen Partei die Regierung stellen. Und Spanien ist ja derzeit das erste Land europaweit, das auch als Ergebnis dieser Krise darüber intensiv nachdenkt und kurz sozusagen vor dem endgültigen Beschluss steht, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu schaffen, zum Beispiel. Da haben unsere Genossinnen und Genossen natürlich massiv mit Anteil und ihre politische Arbeit und ihr politisches Wirken da auch. Ich weiß nicht, ob die spanische Diskussion, also ich weiß das nicht im Detail, ob die spanische Diskussion ähnlich der deutschen verläuft oder ob es da im Grunde genommen erstmal um eine Mindestsicherung geht, über die wir ja hier in Deutschland in dem Sinne auch reden. Ganz klar sind unsere Ansätze auch darauf ausgerichtet, diejenigen zu schützen, die jetzt von der Krise individuell betroffen sind, weil sie sowieso schon in, ich sag mal, Armutsszenarien sich bewegen. Das heißt, wir treten für, und das ist ähnlich den Positionen auch der deutschen Linken natürlich oder identisch in dem Sinne dafür ein, dass die Leute nicht geräumt werden können, dass es ein Stopp, also ein Memorandum gibt für Hypothekenzahlungen, dass es ein Memorandum gibt, auch wenn nötig, weil die Leute arbeitslos werden und ihre Miete nicht mehr zahlen können, von Mietzahlungen. Wir treten dafür ein, dass es ein Memorandum und das aber dauerhaft gibt, dass den Leuten nicht Energie, Wasser, also das Lebensnotwendige abgedreht werden kann, weil sie jetzt zum Beispiel nicht nur in Kurzarbeit fallen, sondern in einigen Ländern gibt es ja wesentlich bessere Kurzarbeitsregelungen als zum Beispiel in Deutschland, aber in anderen Ländern ist es viel problematischer auch. So, also dass man wirklich gegen die auftretenden Armutsszenarien, die existierenden Armutsszenarien auch einen Schutzschirm spannt, der nicht nur auf tatsächlich Unternehmen ausgerichtet ist, sondern da eben die Personengruppen in den Mittelpunkt stellt, also einerseits die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Selbstständige, auch darunter auch Künstlerinnen und Künstler, freie Journalistinnen und Journalisten, also dass die tatsächlich alle auch einen sozialen Schirm haben, weil denen ja auch die Aufträge gerade wegbrechen und daran arbeiten wir auch als Linksfraktion ziemlich intensiv. Das wird auch Bestandteil dieser Debatte zur Corona-Virus-Reaktion oder Corona-Krisenreaktion des Parlaments sein, wo wir als Linke, und das war quasi der Teil, was ich erzählt habe, als du gerade technisch abgeschnitten warst hier von dem Gespräch, wo wir sehr, sehr deutlich mit einem klaren politischen Profil auch in die Debatte gehen wollen. Also einerseits wegen der sozialen Gesichtspunkte, andererseits eben, weil wir tatsächlich mit überwältigender Mehrheit in der Fraktion der Ansicht sind, dass wir jetzt einen Schritt hin zu einer solidarischen Krisenbewältigung gehen müssen, die halt tatsächlich heißt, dass wir einerseits über Corona-Bonds nicht nur diskutieren, sondern gern die Einführung möchten, aber eben auch darüber, wie zum Beispiel Vermögende beteiligt werden also an den Folgekosten der Krise und dass wir gerne im Grunde genommen grundsätzliche Fragen der wirtschaftspolitischen Steuerung innerhalb der EU hinterfragen und geändert sehen, wie zum Beispiel die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, ohne zu abstrakt zu werden, wo es einfach darum geht, dass Staaten nicht mehr aufgrund der Schulden- und Defizitregeln, die den Mitgliedstaaten diktiert werden oder aufgelegt sind, nicht mehr investieren können, zum Beispiel auch nicht in den Gesundheitssektor investieren konnten in letzter Zeit. Und um darauf einzugehen, alles, was jetzt unter dem Stichwort Euro-Rettungsfonds, also mit den Mechanismen und Schirmen sozusagen, die vor 10 Jahren schon genutzt wurden und aufgespannt sind, so verstehe ich da eure Herangehensweise, dass die Fehler, die damals gemacht wurden und die Langzeitfolgen, die man seitdem eben auch in den europäischen Räumen
ja ganz offensichtlich wahrnehmen kann, dass eben nicht die gleichen Logiken jetzt gelten, wenn wir statt den Auswirkungen der Finanzkrise von den Auswirkungen der Corona-Krise reden. Und Ja, sag du. Genau, und meine Frage wäre jetzt, um eben nicht genau die gleichen Fehler zu machen, weil ich finde, das ist nicht eine zu theoretische Debatte, sondern es ist total wichtig, sich das konkret anzugucken. Also was heißt, wenn wir so Stichwort Austeritätsprinzip und so nehmen, also welche Maßnahmen und Logiken haben vor 10 Jahren gegolten für solche Sicherheits- und Hilfspakete und welche würden jetzt bei Eurobonds funktionieren? Also wie muss man sich das konkret vorstellen? Was soll jetzt hier besser gemacht werden? Ja, danke. Also heute treffen sich ja die Finanzminister der Eurogruppe wieder. Das sind die Finanzminister der Euro-Länder. Die haben sich vor 2 Tagen schon mal getroffen und wollten eigentlich über das große Hilfspaket diskutieren und dabei auch über innovative Finanzinstrumente und so weiter und wollten ein stolzes Ergebnis präsentieren dann und sagen, juhu, wir haben die Krise gelöst, alles ist sozusagen vorbereitet und niemand muss sich Sorgen machen, niemand in der Wirtschaft, niemand vor seinem persönlichen sozialen Hintergrund etc. Aber das hat noch nicht so richtig funktioniert. Die haben sie also auf heute vertagt. Was war der Kern der Auseinandersetzung dort oder was war der Kern des Streites dort? Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig zu verstehen, wie Europa sich oder die Europäische Union sich auch in den letzten Jahren seit der Finanzkrise entwickelt hat, auch im Verständnis und in der Erfahrenswelt der jeweiligen Mitgliedstaaten und der Menschen natürlich, die in diesen Mitgliedstaaten leben. Also der Streit lief vor allem, ich sag mal, zwischen nordeuropäischen Ländern und südeuropäischen Ländern ab und es ging um 2 Dinge. Die erste Frage war, ob der europäische Stabilitätsmechanismus, was ein Fonds ist sozusagen, der Kredite ausgibt an Länder, die in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind, weiterhin diese Kredite vergibt mit einer sogenannten, das ist jetzt europäischer Brüsseler Bürokratensprech irgendwie, mir völlig fremd, werde ich auch gleich übersetzen, mit der sogenannten makroökonomischen Konditionalität. Das heißt nichts anderes als dass man aus dieser Kreditlinie dann Geld kriegt, wenn man bestimmte Auflagen umsetzt und nochmal freier übersetzt heißt das Geld für Sozialsparungen, für also Einsparungen in den Sozialsystemen, Einsparungen im öffentlichen Dienst etc. Das waren in der Regel die Auflagen, also die klassische Austeritätspolitik. Dann ist sind die Männer in den schwarzen Anzügen da in den Ländern, in den Hauptstädten, in den Ministerien marschiert und haben geguckt, was da alles eingespart wird. Das hat dazu geführt, in den letzten Jahren auch. Also dieses Grundverständnis von Politik hat dazu geführt, dass zum Beispiel in den letzten Jahren zwischen 2011 und 2018 die Europäische Kommission in ihren Empfehlungen an die Mitgliedstaaten im Rahmen der Überprüfung der wirtschaftlichen Eckdaten in den Mitgliedstaaten festgestellt hat, ja, also die liegen da sozusagen über dem Defizit, die geben zu viel Geld aus, um das wieder zu übersetzen. 63 Mal wurde empfohlen, das muss man vor dem Hintergrund der Corona-Krise verstehen, jetzt der Gesundheitskrise, 63 Mal wurde empfohlen, ihr müsst im Gesundheitssektor Einsparungen vornehmen oder Teile des Gesundheitssektors privatisieren. Das führt, also die Mitgliedstaaten setzen das dann um oder nicht. Die meisten folgen diesen Empfehlungen. Das führt dann natürlich dazu, dass wir. Das ist ein sehr freundliches Wort dafür, ne? Das wollen wir machen. Genau, das ist ein sehr freundliches Wort. Aber letztendlich hat das was sozusagen mit der Bereitschaft der Mitgliedstaaten zu tun, diese Aufforderung, kann man auch sagen, umzusetzen. Und das wiederum hat aber etwas damit zu tun, dass die Staaten eben eingeschränkt sind in der Möglichkeit, tatsächlich in öffentliche Daseinsvorsorge zu investieren. Ganz im Gegenteil, mit dieser herrschenden Austeritätspolitik, mit den Auflagen, die damit einhergehen, also dass nur so und so viel Geld pro Jahr ausgegeben werden darf, dass aber auch der Gesamt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt und dass der Gesamtschuldenstand eines Mitgliedstaates nur eine bestimmte Höhe betragen darf, dass das dazu führt, dass die tatsächlich massiv
in der Regel alle gespart haben. Und das ist auch ein Resultat, weshalb diese Gesundheitskrise so massiv in einigen Ländern verläuft und in anderen, die weniger da einsparen mussten, ein bisschen besser aufgefangen werden kann vielleicht. Da ist Austeritätspolitik im wahrsten Sinne des Wortes auch tödlich. Und das ist ein unglaublicher Kampf gewesen bei diesen Eurogruppenministern, also bei den Ministern der Eurozone, wo die Italiener vor allem, die italienische Regierung und die spanische Regierung, aber auch insgesamt noch 7 andere, also 9 Mitgliedstaaten gesagt haben, Leute, wir werden keine also makroökonomische Konditionalität mehr akzeptieren. Wir können unseren Leuten zu Hause nicht erzählen, dass ein externer Schock eintritt, ein Virus, für den hier niemand was kann, der eine Riesenkrise auslöst. Und dann kommen wir zurück in unsere Mitgliedstaaten und erzählen dann zu Hause, juhu, wir kriegen zwar Unterstützung beim Wiederaufbau der Wirtschaft, aber diese Unterstützung ist an Bedingungen gebunden, die darauf abzielen, dass wir zum Beispiel Sozialkürzungen vornehmen müssen. Das versteht kein Mensch. Und das ist auch die falsche Politik. Das war ein Riesenstreitpunkt. Und der andere, da geht es halt tatsächlich um langfristige Finanzierungsinstrumente, weil im Moment ja das wirkliche Ausmaß dieser Krise noch niemand erfassen kann. Also das gibt jetzt Schätzungen dafür, aber klar ist, dass man wahrscheinlich innovative Finanzinstrumente, also neue Finanzierungsmöglichkeiten brauchen wird, die es noch nicht gibt. Und da dreht sich im Grunde genommen der Kern der Debatte um diese sogenannten Corona-Bonds, die ich sehr befürworte. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle, das müssen wir jetzt auch nicht ausbauen, aber da geht es im Grunde genommen darum, dass die Schulden, die jetzt entstehen werden, also die Mitgliedstaaten, die jetzt Schulden machen müssten, um ihre Wirtschaft wieder in Gang zu setzen, das wird uns alle irgendwie betreffen, dass diese Schulden gemeinsam getragen und vor allem abgesichert werden, damit die Mitgliedstaaten, die, ich sag mal, einen höheren Schuldenstand haben, die vielleicht auch mehr Geld, also sich höher verschulden müssen, damit die nicht zum Opfer zum Beispiel auch spekulativer Aktionen an den Finanzmärkten werden, wo dann gegen diese Mitgliedstaaten gewettet wird, was es für die noch teurer macht, sich Geld zu leihen, weil deren Zinssatz steigt und damit deren wirtschaftliche Erholung einerseits in Frage gestellt ist und andererseits sozusagen deren Zahlungsfähigkeit auch in Frage gestellt wird. Und da gibt es halt die Idee, das gemeinsam abzufedern. Gibt es gemeinsame entweder also Debt Mutualization, also gemeinsame Verschuldung über Corona-Bonds, die von den Staaten dann ausgegeben werden, oder es gibt die Idee auch einer gemeinsamen Risikohaftung, wo das Risiko allerdings auch eher gegen Null geht, wenn die EZB sozusagen zum Beispiel für Corona-Bonds garantieren würde, die über die Europäische Investitionsbank an die Staaten ausgegeben werden. Damit ist klar, dass es da keinen Zahlungsausfall geben kann, wenn die EZB dann dahinter steht. Und das sind so die Möglichkeiten, die man hat. Da sind aber viele nicht bereit, unter anderem auch Deutschland. Also ist da ganz klar dagegen. Die Niederlande, die Österreicher, die Finnen, auch andere möchten nicht so weit gehen, weil sie damit den Einstieg sehen in eine gemeinsame Schuldenpolitik, wo die Länder, die weniger Staatsschulden haben, die aber zum Beispiel auch eine stark exportbetriebene Wirtschaft haben, dann für andere einspringen müssten, wenn es dort zu einem Zahlungsausfall käme. Also es geht also tatsächlich um Solidarität im Kern, also wer zahlt für die Krise, und im Kern geht es um Solidarität für den Wiederaufbau, beim Wiederaufbau. Und da sind einige halt massiv dagegen und möchten, dass das alles in der Regel über diesen europäischen Stabilitätsmechanismus eventuell sogar wieder mit makroökonomischer Konditionalität abläuft, was also für die Südstaaten total tabu ist. Und der Schlüsselbegriff hier für uns Linke ist tatsächlich eine solidarische Lösung. Also Solidarität war noch nie, glaube ich, im Zentrum der politischen, also soweit ich mich erinnere, war Solidarität noch nicht der tragende Begriff einer politischen, gesamtgesellschaftlichen Debatte, ist er jetzt aber. Und für mich heißt Solidarität an dieser Stelle auch ganz klar sozusagen zu sagen, ja, wir wollen Corona-Bonds, wie die dann am Ende genau gestaltet sein werden, werden wir dann sehen. Aber ja, wir wollen die, und wir wollen auch an dieser Stelle die Länder, die am stärksten
von dieser Gesundheitskrise erstmal, aber dann eben auch von den wirtschaftlichen und sozialen Folgen betroffen sind, nicht allein lassen. Das ist für mich Kerngedanke einer Europäischen Union auch, also solidarisch füreinander da zu sein. Und das eigentliche Thema dahinter, nämlich die Lastenumverteilung, ist ja eins, was wir auch wieder auf allen politischen Ebenen haben. Also auch konkret hier in Thüringen bemühen wir uns natürlich jetzt schon darum zu überlegen, mit welchen Finanzierungs- und Haushaltslösungen kommen wir denn genau dazu. Ich finde die Debatte um den Solidarbegriff insofern sehr schön, als dass wir bei solidarischer Nachbarschaftshilfe, da sind viele noch dabei, ja, da ist es auch relativ parteienlagerübergreifend, scheint es eine gute Idee zu sein, vielleicht für die Risikogruppen, die in der gleichen Nachbarschaft wohnen, mit einkaufen zu gehen und denen damit ein geringeres Risiko für eine Ansteckung auch zu ermöglichen. Und dann ist man die Frage, okay, wenn ich für jemanden einkaufen gehe, das ist vielleicht eine Form von solidarischem Akt. Inwiefern würde ich auch über Steuer- oder Verschuldungsabgaben und alle anderen fiskalen Momente, die wir haben und Lösungsmöglichkeiten, inwiefern würde ich auch da ein wenig mehr Last tragen, wenn ich denn wirtschaftlich in der Lage dazu bin, mehr Last zu tragen? Würde ich dann immer noch für andere einkaufen gehen oder hört es dann irgendwie wieder auf? Und das ist eine Debatte, die wir, finde ich, in den einzelnen Bundesländern noch mehr natürlich betreiben müssen, aber die ja auch innerhalb von Deutschland, und deswegen finde ich es gut, dass du nochmal die deutsche Position an der Stelle auch in Europa so klar benannt hast, kritisieren müssen, weil sich ja jetzt schon zeigt, diejenigen, die in der Lage sind, überhaupt die ganzen Finanzierungsdebatten jetzt schon zu führen, sind ja in der Regel diejenigen, die nicht am stärksten drunter leiden. Ja, die haben ja überhaupt die existenziellen, physischen, psychischen Ressourcen, um sich jetzt damit auseinanderzusetzen und diese Frage, wer zahlt denn für die Krise, zu debattieren. Ganz viele Leute, die gerade reell jetzt schon für die Krise zahlen und unter der Krise leiden, sind ja genau in diesen politischen Diskursräumen wieder nicht vertreten und haben dementsprechend auch gar nicht die Möglichkeit zu äußern, was für sie denn vielleicht eine fairere Verteilung oder eine Umverteilung bedeuten würde. Ja, exakt. Wobei ich finde, dass das Argument derjenigen, die jetzt stärker sind und sich als stärkere gebärden, natürlich sehr zweischneidig ist, weil die Schwächung der anderen letztendlich auch ihre eigene Schwächung bedeutet. Und es ist halt einfach kein kluges in die Zukunft denken. Es ist tatsächlich kein kluger Politikansatz, sich selber in die Position der stärkeren politischen Kraft zu versetzen und diese Kraft in Macht umzuwandeln und diese Macht auszuüben auf Kosten der anderen. Das ist halt tatsächlich ein Kernproblem im Grunde genommen, gerade in europäischer oder insgesamt auch in natürlich gesellschaftlicher Politik, weil es ja immer eine Interessenauseinandersetzung ist, so ein Kampf um Interessen. Und da steht ihr ja in Thüringen genau wie wir jetzt im Homeoffice Brüssel-Straßburg vor der gleichen Aufgabe, da andere Interessen auch nochmal zu vertreten als die deutsche Bundesregierung an der Stelle in den Verhandlungen zum Beispiel der Eurogruppe oder so vertritt. Mich würde ja auch sehr interessieren, wie ihr derzeit in Thüringen zum Beispiel Schutzmaßnahmen auch ergreifen könnt als ja die stärkste Fraktion im thüringischen Landtag, aber auch halt aus der Regierungsposition heraus für, ich sag mal, gefährdete Personengruppen, weil das eine Diskussion ist, die bei uns auch eine große Rolle spielt. Ich sag mal, der Anstieg der Zahlen von häuslicher Gewalt ist natürlich einerseits besorgniserregend, andererseits sieht man natürlich unheimlich viele Leute auch ungeschützt auf den Straßen, die in einem normalen Alltag kaum auffallen, aber jetzt einfach viel sichtbarer werden im öffentlichen Raum und der Gesundheitskrise quasi ungeschützt entgegengehen. Und das sind, finde ich, schon Debatten, eben auch die Aufnahme von Geflüchteten und so weiter. Da würde mich auch durchaus noch mal interessieren, wie das in Thüringen gerade verhandelt wird, dass ich was für mich mitnehme da. Ja, es ist genauso wie du sagst, die Personengruppen, die sonst im öffentlichen Raum genauso leben, aber unsichtbar bleiben, die werden ja gerade sichtbarer, weil der öffentliche Raum als Begegnungsraum viel mehr eingeschränkt wird. Es ist definitiv so, dass gerade alle Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, Menschen, die vielleicht auch über andere Formen von Problematiken verfügen, diejenigen sind, die gerade am schwierigsten ja auch Zugang zu Gesundheitsmaßnahmen haben. Also auch da ist es für uns
ganz wichtig, dass alles, was Diagnostik und Testung und so weiter in Krankenhäusern angeht, auch hier ein Stück weit sensibilisiert ist und dafür eben auch Kapazitäten bereithält. Und andererseits ist gerade so ein bisschen die schwierige Situation eigentlich die sozialen Strukturen, die häufig in Anspruch genommen werden. Ich nehme als konkretes Beispiel die Tafeln, die einerseits so auszustatten, dass sie weiterhin für sich und ihre Mitarbeitenden den entsprechenden Infektions- und Gesundheitsschutz gewährleisten und andererseits aber auch die Möglichkeit haben, darüber einfach Essen weiter verteilen zu können. Und hier ist jetzt noch gar nicht mal so sehr nur auf dem Personallevel das Problem, sondern das, was wir ganz konkret erleben, ist dadurch, dass ja Restaurants und Cafés eben nicht mehr in ihrem Betrieb arbeiten können und Essen ausgeben können, ist alles, was an Essen übrig bleiben würde, ja gar nicht mehr vorhanden. Also diese ganzen Essenslieferungen und Bestellungen und das, was dann auch zur Tafel weitergeleitet wird. Das heißt, die Nachfrage ist letztlich genauso groß, wenn nicht sogar größer. Aber das Angebot, was die Tafel konkret machen kann, wird kleiner. Also das ist ein Problemfeld, dem wir uns gerade widmen. Und das andere, du hast das schon angesprochen, ist die Frage der Gewalt, die jetzt steigt auf verschiedenen Ebenen, physisch und psychisch. Was versucht wird, ist momentan die entsprechenden Schutzräume, die es noch gibt und auch die, ich nenne es mal digitalen Schutzräume, die es gibt, also beispielsweise über Video- oder Telefonkontakte sich eben auch Schutz zu suchen, die gerade auszubauen und auch personell zu stärken, weil es natürlich umso schwieriger ist, beispielsweise in einem regulären Frauenhaus jetzt einfach vorbeizugehen, so wie man es vor Corona vielleicht noch hätte machen können. Also jetzt dafür zu sorgen, dass die Informationen an Betroffene kommen, indem natürlich auch gerade die sozialen Medien da sehr genutzt werden, um immer wieder auf die verschiedenen Hilfstelefone, Hilfsnummern und Kontaktmöglichkeiten eben digital und nicht analog aufmerksam zu machen. Und dabei ist mir immer noch wichtig, einfach auch von meinem eigenen beruflichen Hintergrund, viele Psychologinnen und Psychologen stellen gerade auch bewusst ihr Angebot so weit um, wie sie es eben können, weil die Situation, das ist ja auch eine schutzbedürftige Gruppe, die gerne übersehen wird, nämlich diejenigen, die aus psychischen Gründen gerade Schwierigkeiten damit haben, sich den Gesundheitsmaßnahmen anzupassen, die für die vielleicht so ein sozialer Rückzug und so ein Homeoffice, was man durchaus auch in manchen Darstellungen sehr romantisiert erlebt, was mit Vereinsamung zu tun haben, was mit Störungsverhalten zu tun haben, dass diejenigen weiterhin auch darüber Gelegenheit haben, dann statt einer normalen Therapiesituation auch auf Online-Formate beispielsweise umzustellen. Genau, das sind so die die Gruppen, die da gerade mit am wichtigsten werden und alles, was natürlich auch Menschen, die vielleicht auch schon vorher Sozialbezüge nutzen mussten, auch da ist jetzt die Frage, alles an Auflagen, ist ja vieles davon, ist ja gerade gar nicht möglich. Also auch da, Stichwort Moratorium, muss geguckt werden, was kann auch alles an Auflagen für diesen Zeitraum jetzt gerade ausgesetzt werden, damit eben da keine Repressionen entstehen, wo Menschen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, in einem regulären Sinne diesen Auflagen der Behörden auch nachzukommen. Ja, und da stelle ich mir vor, oder ist meine erste Reaktion, dass ich glaube, dass tatsächlich im Moment eine Schwierigkeit darstellt, einfach auch in Kontakt zu geraten. Also in diese Isolation, die du beschreibst, die vielleicht Menschen auch, die psychische Probleme haben, betrifft, überhaupt erstmal eindringen zu können, um eben auch diese Hilfsangebote zu unterbreiten. Und das ist genau, das führt uns ein bisschen an den Punkt an, zurück an den ersten Punkt, wo wir gesagt haben, wie organisiert man eigentlich politische Arbeit? Das sind genau diese Einschränkungen, wo man jetzt wirklich darüber nachdenken muss, in der jetzigen Situation, wie man diese Einschränkungen geschickt überwindet, gleichzeitig die Gesundheitssituation natürlich respektiert und die damit einhergehenden Einschränkungen, aber wie die Einschränkungen der alltäglichen politischen Arbeit so aufgelöst werden können, dass man tatsächlich politisch auch für die Leute noch nicht nur sich einsetzen kann, sondern ihnen konkrete Angebote unterbreitet, die ihnen dann eben real in dieser Situation auch helfen. Das finde ich auch ein total spannendes tatsächlich Feld der jetzigen Diskussion, auch noch ein bisschen unterbelichtet, weil es natürlich schwerfällt, darüber
erstens zu reden, was sind die konkreten Auswirkungen, weil man sie erstmal erfahren muss, dann muss man sie irgendwie nicht nur erfahren, sondern auch für sich erstmal begreifen, also begreifbar machen, aber dann halt auch gesellschaftlich begreifbar machen und dann eben Gegenmaßnahmen ergreifen. Und das kann natürlich eine ganze Weile dauern, aber das ist sehr, 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 sehr spannend in jedem Fall. Habt ihr eigentlich, also wir tauschen uns dazu jetzt aus. Und das finde ich gut und ich tausche mich mit meinem Team dazu aus und mit dem Vorstand der Fraktion und mit der Fraktion und so. Habt ihr entsprechende Diskussionen auch, wie organisierst du denn zum Beispiel die Arbeit jetzt, weil du mich das vorhin gefragt hast, auch mit deinen zivilgesellschaftlichen Partnern, mit NGOs etc. Geht das im Moment? Weniger gut gefühlt, ne? Das ist irgendwie bei allem, also ganz viele Räume, die man sich jetzt aufmacht, sind nicht ideal im Verhältnis zum direkten Kontakt. Also was bei mir weiterläuft, ist sowohl auf Stadtebene als auch auf Landesebene die Aktionsarbeit. Aber ich finde, auch da muss man ehrlich sagen, anders, in einem anderen Maße und mit weniger politischen Diskussionsräumen, als es sie vorher schon gab. Also so eine Telco mit 60 Personen, ich glaube, jeder, der die mal mitgemacht hat und merkt, wie viele Personen große Schwierigkeiten mit einer Stummtaste zu haben scheinen, weiß, dass allein darüber schon verzerrt wird, wie gesprochen wird, wie argumentiert wird, weil einfach auch der direkte Austausch fehlt und weil der Zeitrahmen anderer ist. Die Konzentration lässt, glaube ich, am Telefon bei vielen nochmal schneller nach, man braucht eine höhere Disziplin, was Redeverhalten beispielsweise angeht, das merkt man, finde ich, deutlich. Ich bemühe mich darum, sowohl die gewerkschaftlichen Kontakte als auch die ansonsten außerparlamentarischen Gruppierungen, einfach auch das alles per Video, Telefon, ganz viel Chats, ganz viel Mails, ganz viel Nachrichten aufrechtzuerhalten und bemühe mich vor allem darum zu überlegen, okay, wie kann man denn kreativere Protestformen machen? Also du hattest schon gesagt, am 5.4. hatten wir jetzt den Aktionstag Leave No One Behind, wo ich auch Anteil davon war, wo es ja um die Fußabdrücke ging, die sozusagen an relevanten politischen Orten sichtbar bleiben, auch wenn man selbst problemlos mit einem bestimmten Abstand an den Orten vorbeiläuft. Wir haben schon überlegt, inwiefern, weil in Thüringen, da kommt irgendwie der Lokalpatriotismus durch, anders kann ich es mir nicht erklären, haben Bratwurststände weiterhin geöffnet. Ich finde, wir sollten ein politisches Bratwurstformat entwickeln, wo man mit Mindestabstand in der Schlange ein Statement loswerden kann. Es gibt in Jena eine Initiative, die ich gerade sehr gut finde, mit Blick darauf, dass viele Kommunikationsformen jetzt digital werden und allein darüber schon bestimmte Personen immer ausschließen, die Briefe verschickt an Menschen in Pflegeheim, in SeniorInnen, Unterkünften, also unabhängig davon, ob man eine Person jetzt konkret kennt oder nicht, für einen Austausch sorgen will. Und ich habe schon länger nicht mehr einen Brief oder eine Postkarte geschrieben, ist mir dabei aufgefallen, erst recht nicht an eine mir unbekannte Person, mit der du darüber in Kontakt trittst oder einen Bezug irgendwie erzeugen möchtest. Also ich glaube, ein großer Anteil neben diesen ganzen digitalen Formaten muss es eben auch sein, sich zu überlegen, okay, über konkrete Nachbarschaftshilfe hinaus, welche Möglichkeiten haben wir, auf eine kontaktarme Art und Weise politisch in Kontakt zu treten. Und das ist was, wo mein Team sich ganz viel Gedanken macht, wo ich mir ganz viele Gedanken mache und man einfach auch viel ausprobieren muss. Also so wie du auch gesagt hast, es ist für uns alle ja auch im Politischen eine neue Situation. Und entsprechend versuchen wir uns auszuprobieren. Und bin ich auch für Anregungen immer zu haben. Aber ich glaube, dass wir auch gucken müssen. Also ich finde es total gut, dass wir uns gerade beide zusammenschalten, weil ich das Gefühl habe, der Schritt in den Rückzug, also nicht nur in den räumlichen Rückzug, sondern in den sozialen Rückzug, der ist bei vielen ganz schnell gemacht. Und je weniger wir die einzelnen politischen Ebenen und politischen Gruppierungen aber miteinander vernetzen, desto schwieriger wird dann nochmal die inhaltliche Auseinandersetzung, die gerade jetzt total wichtig ist. Also es gibt die klassischen Formate ja sowieso, mit denen man versucht, über Social Media Leute zu erreichen. Das wäre dann jetzt sehe ich dich gerade nicht. Ich hoffe, du bist noch da, aber das wäre dann quasi der. Wäre quasi der klassische Werbeblock irgendwie. Also ich meine, man kann politische Arbeit über Social Media Kanäle kommunizieren.
Aber das hat natürlich erstmal noch nichts Persönliches, wobei man diese Social-Media-Profile ja auch so persönlich wie möglich halten kann und trotzdem politisch. Also da muss man jede für sich die Entscheidung fällen, wie man sowas gestaltet. So, das ist, glaube ich, das eine. Also halt klar, diese ganze Newsletter, Twitter, was hier mein favorisiertes Medium tatsächlich auch ist, muss ich gestehen, Facebook und so weiter, Instagram. Obwohl es so eine Flächenbegrenzung hat, das finde ich erstaunlich, Martin. Ja, aber ich mag, also nein, das lass uns jetzt nicht in die Detaildiskussion gehen, das heben wir uns auf. Ich will eigentlich generell sozusagen über das Social-Media-Angebot reden, gleichzeitig den politischen Kommunikationsprozess aufrechterhalten über Medien, natürlich, soweit das im Moment gelingt, weil der politische Prozess ja auch eingeschränkt ist und dadurch natürlich weniger Content produziert wird, der sozusagen auch von Interesse ist. Also das ist tatsächlich auch eine der Folgen im Grunde genommen jetzt dieser Beschränkung aufgrund der Gesundheitskrise. Und dann, was sehr, sehr schwierig ist, und das ist der Punkt, den du erwähnt hast, wo ich aber von dieser, sag mal, Brüssel-Straßburg-Ebene noch keine wirklich kluge Lösung bislang gefunden habe, außer auch wieder in das Netz zu gehen, also sowas Ähnliches zu machen, was wir jetzt machen. Das ist diese Frage, ich sag mal, von im weitesten Sinne von öffentlichen Formaten, die andere mit einbeziehen. Also dann gibt es halt jetzt Webinars und sonst irgendwas. Aber das ist halt auch kein Ersatz zum Beispiel für den unmittelbaren Dialog oder so. Das ist halt tatsächlich an dieser Stelle eingeschränkt. Und da macht mein Team sich mit mir vielmehr dann auch viele Gedanken und auch die Fraktion insgesamt. Das ist für, also ich sag mal, von Europa sozusagen dann nochmal, glaube ich, einen Tick tatsächlich schwieriger, Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Also dieses Unmittelbare wird nochmal komplizierter. Und das stellt mich tatsächlich in der politischen Arbeit vor einer Herausforderung, muss ich ganz, ganz ehrlich sein. Das heißt aber trotzdem zum Beispiel den Kontakt zu zivilgesellschaftlichen Partnerinnen, Partnern, NGOs, auch zu Gewerkschaften, soweit zu sagen, das Thema gerade eine Rolle spielt, auch immer aufrechtzuerhalten, insgesamt in einem Austausch mit denen zu bleiben. Das auch, aber das ist halt dann auch alles wiederum eingeschränkt durch diese, ich sag mal, die virtuelle Lebensweise, die wir gerade hier miteinander entwickeln. Und das Unmittelbare, was Politik ausmacht, also dieses unmittelbar auch Vermittelnde von Mensch zu Mensch, was eine ganz wichtige Komponente ist, das fällt halt gerade hinten runter. Aber dafür ist zum Beispiel so ein Format auch durchaus ein kleiner Ersatz zumindest, der funktionieren kann. Es ist für mich total greifbar damit, es ist für uns in Thüringen ja gerade mal 2 Monate her, dass wir den Dammbruch hatten, dass wir die Kemmerich-Wahl hatten. Und meine erste Reaktion war ja, mit meinem Team in jegliche kleineren Ortschaften zu fahren, einen Schirm auf den Marktplatz zu stellen und mit den Leuten in Dialog zu treten. Ja, was ist da passiert? Was heißt das jetzt? Wie werden wir damit umgehen? Was sagen Sie da ganz konkret zu? Und 2 Monate fühlen sich jetzt auf einmal sehr lang an, nicht nur, weil in der Zwischenzeit inhaltlich viel passiert ist, sondern weil die Nähe, mit der man mit fremden Menschen auf einem Marktplatz interagiert, jetzt gerade sich wahnsinnig weit entfernt einfach anfühlt, weil wir eben in anderen Einschränkungen sind. Und ich glaube aber auch, ich würde nochmal auf einen Punkt eingehen wollen, so zum Stichwort, dass es weniger Content, der produziert wird. Ja, das stimmt. Ich nehme es definitiv auch so wahr, dass die ganzen Themen und Initiativen, bei denen ich mich sonst gerade als neue Abgeordnete parlamentarisch jetzt abwälzen und abarbeiten würde, die bleiben erstmal sozusagen bei mir liegen und bei denen muss ich überlegen, wie kann ich sie anders spielen. Aber ein ganz wesentlicher Content, finde ich, ist die Transparenz auch darüber zu erzeugen, was machen wir gerade eigentlich? Also wie sehr werden wir in unseren politischen Arbeiten eingeschränkt? Ja, wie hättest du dich sonst Themen genähert und welche Möglichkeiten bleiben dir jetzt gerade noch? Weil ich das Gefühl habe, dass für uns, die wir im parlamentarischen Raum unterwegs sind, ist ganz offensichtlich, wie sehr wir gerade eingeschränkt werden, weil es eben unseren normalen Arbeitsalltag so beeinflusst. Und für viele andere, die vielleicht ein Bedürfnis danach haben, dass jetzt gerade schnelle und gute und klare Entscheidungen getroffen werden und auf einmal der starke Staat so beliebt ist wie, glaube ich, noch nie,
dass in einer solchen Ausgangssituation für viele, egal auf welcher politischen Ebene, nicht spürbar ist, welche Einschränkungen unsere Demokratie gerade aber auch erfährt. Und ich glaube, diese Einschränkungen sichtbar zu machen und zu kommunizieren, kann auch ein erster Schritt zur Sensibilisierung sein, zur Sensibilisierung, wenn wir dann wieder darüber sprechen, welche autoritären Züge oder Mechanismen aktuell ablaufen und wie wir uns auch als Linke dem gegenüberstellen wollen. Also ja, vielleicht um an der Stelle zu sagen, ideal ist es nicht und ich glaube, wir werden auch kein ideales Format finden, wobei ich die Idee schön finde, wie du auf Europaebene Briefe schreibst, möchte ich total gern sehen. Ich hoffe, das sehe ich dann bei deinem Twitter-Kanal, eine kleine Botschaft dazu, aber ansonsten müssen wir in dieser sehr unperfekten Situation halt irgendwie auch alle gucken, dass wir noch möglichst viel Bezug schaffen. Exakt, kann der da nur zustimmen, möglichst viel Bezug schaffen und erklären, in welcher Situation wir gerade sind, weil der politische Prozess natürlich überhaupt nicht stehen bleibt, sondern ganz im Gegenteil, gerade nochmal unter dieser Pandemiesituation politisches Agieren umso wichtiger ist und damit auch demokratische Kontrolle politischen Agierens und tatsächlich die Ausgleichsfunktion zum Beispiel auch der Medien eine größere Rolle spielt, die dann dafür aber eben wiederum auch eigentlich Oppositionspolitik brauchen, um auch andere Sichtweisen darstellen zu können und so weiter. Das sind alles Dinge, die eng miteinander verwoben sind. Und warum ist das so wichtig und warum ist das so gut, dass wir erstens das transparent machen und zweitens über Formen der Unmittelbarkeit trotzdem nachdenken, weil du hast das Stichwort Autorität nochmal benutzt, autoritäre Wende, weil natürlich jetzt mit dieser Krise neu verhandelt wird und das muss uns, glaube ich, in dieser Dimension auch bewusst sein, neu verhandelt wird, wie zum Beispiel die wirtschaftspolitische Grundstruktur, wie die soziale Grundstruktur, aber auch wie die demokratische Grundstruktur zum Beispiel der europäischen Gesellschaften aussieht. Und wir müssen in diesen politischen Streit eintreten, in diesem politischen Wettbewerb. Und ich garantiere, dass andere politische Kräfte, also die autoritäre Rechte, in jedem Fall an ihrem Narrativ arbeitet, wie sie dieser Krise begegnen möchte, dass auch, ich sag mal, das, was wir als das neoliberale Lager begreifen, daran arbeitet. Und es ist unabdingbar, dass die Linke da mit einer überzeugenden, starken politischen Antwort aufwartet, die eben genau diese Gesichtspunkte auch alle mit aufgreift, die demokratischen Fragen, die Grundrechtefragen, internationales Recht, die soziale Dimension und eben auch die wirtschaftspolitische Struktur und Dimension in all dem, weil eigentlich jetzt die Zukunft quasi verhandelt wird und der politische Prozess deshalb gar nicht anhalten darf. Ich würde sagen, ein besseres Abschlusswort finden wir nicht. Also der politische Prozess darf an der Stelle nicht abschalten und ich glaube, positiv formulieren zu können, dass das auch nicht wird, weil ich genauso erlebe, dass wir alle, um einfach ja andere, neue, kreative Lösungen und Kommunikationswege bemüht sind. Und deswegen finde ich sehr schön, dass wir mit, ich finde, kleineren technischen Hindernissen unseren Kommunikationsraum heute erstritten haben. Ich auch und vielen Dank für die Einladung. Es war echt ein schönes Gespräch, ein schönes politisches Gespräch. Und ich hoffe, denjenigen, die zugehört und zugesehen haben, ist es auch so vorgekommen, dass wir beide uns bemüht haben, nicht nur zu hören, also zu vernehmen zu sein, sondern tatsächlich politisch auch vernehmbar und hörbar zu sein. Das würde mich sehr freuen, wenn das Ergebnis unseres gemeinsamen Streitens um einen Raum gewesen ist. Das stimmt. Und das Gute ist ja, es gibt immer Kommentarfunktionen, also auch für alle, die sich das im Nachhinein nochmal anschauen und vielleicht außer Bratwurstgate noch andere gute Ideen haben, wie man politisch kreativ gerade umgehen kann mit der Situation, einfach einkommentieren. Bis dann, Martin. Danke. Tschüss, Lena. Ciao.